möchte ich mit euch verschiedene Gründe besprechen, warum unser Oxalis die Blätter verliert. Es kann mehrere Gründe geben, zum Beispiel zu viel oder zu wenig Wasser, zu wenig Licht, das falsche Substrat oder zum Beispiel Parasiten. Falls ihr zu viel Wasser gebt, dann kann es passieren, dass die Blätter erst schlaff werden und dann die Blätter oder die Stiele matschig werden. Das kann halt im Fäulnisprozess schleichend passieren. Ihr seht es vielleicht nicht unbedingt direkt, dass zum Beispiel erst der Stiel anfängt komisch zu werden oder eben direkt vom Blatt her. Und es kann natürlich auch sein, dass die Blätter schon direkt im Zerfall bräunlich oder gelblich werden. Ihr solltet euer Oxalis spätestens dann gießen, wenn 1 Zentimeter vom Substrat, wenn ihr von oben mit dem Finger reingeht, schon angetrocknet ist. Ihr könnt natürlich, wenn ihr euer Oxalis taucht, auch besprühen von oben. Das tut der Pflanze auch gut und es sorgt eben dafür, dass auch das Substrat von oben mehr oder weniger gleichmäßig nass ist, denn beim Tauchen wird ja das meiste von unten nur eben bis zu den Wurzeln aufgesaugt und nicht noch darüber hinaus. Was ich immer gerne als Tipp gerade auch für Anfänger anbiete oder auch für schwierige, zickige Pflanzen, sind tatsächlich transparente Töpfe. Kann Glas sein, kann auch Plastik sein, denn da könnt ihr besser den Wasserstand bzw. das begutachten, was im Topf passiert. Ist es schon ausgetrocknet? Ist das Substrat noch feucht? Ja, wenn ihr keine komplett durchsichtigen haben wollt, wegen zum Beispiel Algenbildung, dann könnt ihr die natürlich in nicht transparente Übertöpfe stellen. Achtet dann aber darauf, dass das Wasser sich nicht anstaut, dass also keine Staunässe entsteht. Da könnt ihr zum Beispiel einen größeren Übertopf verwenden und vielleicht einen Stein oder so reinlegen und dann euren durchsichtigen Topf da drauf stellen, dass noch das Wasser in das Reservoir fließen kann. Kommen wir zum nächsten Punkt, zu wenig Licht. Wenn euer Oxalis zu wenig Licht bekommt, dann kann es erstmal dazu führen, dass eure Pflanze langsamer wächst oder eben kaum noch wächst. Oder im schlimmsten Fall führt es auch dazu, dass das Oxalis die Blätter einfach abwirft. Allgemein liebt das Oxalis einen hellen Standort, ihr solltet aber direktes Sonnenlicht vermeiden, denn direkte Sonne kann auch wiederum zu Blattschäden oder im schlimmsten Fall zum Blattverlust führen. Ja, ein anderer Grund, warum euer Oxalis Blätter verliert bzw. eingeht, können natürlich Parasiten oder Pilze sein. Ihr solltet grundsätzlich eure Pflanzen regelmäßig beobachten bzw. kontrollieren. Und zwar nicht nur einfach drauf gucken und sagen, ach, die sieht immer schön aus, sondern guckt wirklich auch von der Unterseite. Denn gerade in den Blattachsen oder beziehungsweise hier an dem Stängel können sich die Parasiten gut einnisten. Also schaut ruhig mal, ob da irgendwas drunter ist. Ihr könnt eure Pflanze dann, falls ein Parasitenbefall vorliegt, mit entsprechenden Mitteln besprühen oder ihr könnt auf Hausmittel zurückgreifen. Da kann ich euch eine Spülmittelöllösung empfehlen, die ihr mit Wasser mischt. Nehmt von jedem ein bisschen. Das mische ich dann in 1 Liter Wasser und besprühe kräftig. Das klebt natürlich ein bisschen, ist jetzt vielleicht nicht optimal, aber so habe ich es geschafft, dass die Wolläuse, die ich hatte, bei einigen Pflanzen komplett weggegangen sind. Ja, das wäre mein Geheimtipp, der hilft immer. Ihr könnt natürlich auch von irgendwelchen Marken chemische Mittel verwenden, wie ihr das möchtet. Wir haben ja vorhin schon angesprochen, dass auch ein falsches Substrat eurem Oxalis schaden kann. Grundsätzlich mag das Oxalis ein leicht saures Substrat, allerdings sollte es nährstoffreich sein. Das hängt aber auch von den verschiedenen Sorten ab. Ihr seht ja, ich habe hier gleich 3 Sorten. Einmal dieses typische lilane Oxalis, dann das grüne Oxalis und hier dieses kleine.
Da müsst ihr einfach mal schauen, was euer Oxalis genau ist und welches Substrat bevorzugt wird. Euer verwendetes Substrat sollte das Wasser speichern, allerdings sollte es nie zu Staunässe kommen. Es ist auch wichtig, dass ihr das Oxalis locker einpflanzt und nie zu fest reindrückt oder es zu stark komprimiert, denn das Oxalis bzw. die Rhizome und Wurzeln möchten natürlich auch atmen. Alle 3 Wochen könnt ihr euer Oxalis mit einem abgeschwächten Dünger düngen. Da solltet ihr also wirklich den abgeschwächten nehmen, denn zu viel Dünger, aber auch zu wenig, kann wiederum zu Blattverlust führen bzw. dazu, dass die Blätter gelb oder braun werden. Ich persönlich finde, dass das Oxalis nicht für die Wasserkultur geeignet ist, zumindest nicht für die volle Wasserkultur. Falls ihr andere Erfahrungen gemacht habt, lasst mich das gerne wissen. Allerdings habe ich meine Erfolge in reiner Erde erzielt. Viele Oxalis-Pflanzen gehen allerdings auch in Winterruhe. In dieser Zeit werden die Blätter auch gelb bzw. können gelb werden und sie können auch abgeworfen werden. Also nicht gleich erschrecken, wenn eure Blätter gelb oder braun werden. Wenn ihr weiterhin konstant für genügend Licht sorgt, ohne direkte Sonne, dann wird euer Oxalis genau weiter wachsen wie bisher auch. Es wird keine Schwierigkeiten geben und die Winterruhe könnt ihr so leicht überbrücken. Ihr solltet euer Oxalis im Winter nicht düngen, wenn es dann in eine Winterruhe übergeht. Ich dünge meine Oxalis-Pflanzen trotzdem alle 3 Wochen mit einem abgeschwächten Dünger, denn meine gehen nicht in eine Winterruhe über. Habt ihr vielleicht noch andere Dinge, die euch aufgefallen sind, was zu einem Blattverlust bei eurem Oxalis führen kann? Bei mir wäre vielleicht noch ein weiterer Punkt zu starke Lichtschwankungen, wenn ihr den Standort wechselt. Ich hatte meins hier im Wohnzimmer und habe es dann ins Schlafzimmer gebracht. Da gab es ein paar Probleme, aber nachdem es sich eingewöhnt hat, auch dann gab es keine Schwierigkeiten mehr. Also sollte ausreichend Licht da sein, sollte das auch kein Problem sein. Ja, ich hoffe, das Video war interessant für euch. Lasst mir doch gerne einen Kommentar, Daumen hoch oder Abo da und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!